Hallo und herzlich willkommen zum Gegnerporträt. Unser heutiger Verein ist Rot-Weiß Essen. Das offizielle Gründungsdatum des Vereins ist der 1. Februar 1907. Damals wurde in Essen-Vogelheim ein Verein mit dem Namen Sportverein Vogelheim aufgestellt. Dieser entstand aus einer Fusion der beiden Vereine SC Preußen und Deutsche Eiche. Nach dem Ersten Weltkrieg nannte sich der Verein Spiel und Sport 1912. Als sich dieser dann im Jahre 1923 mit dem Turnerbund Berger-Borbeck zusammentat und der neue Verein Rot-Weiß Essen entstand. Bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges gehörte RW Essen der Gauliga Niederrhein an und spielte immer oben mit, konnte sich aber nie für die Spiele der deutschen Meisterschaft qualifizieren. In der Nachkriegszeit konnte sich Essen 1948 für die Oberliga West qualifizieren und schaffte es 1949 und 1950 in die Endrunde der deutschen Meisterschaft. Den ersten großen Erfolg schaffte RW Essen 1953 mit dem Sieg des DFB-Pokals durch einen 2:1 Sieg über Alemannia Aachen. Zwei Jahre später, am 26. Juni 1955, schafften sie es dann ins Endspiel um die deutsche Meisterschaft und schlugen dort überraschend den ersten FC Kaiserslautern mit 4:3. Nach diesem Erfolg waren sie auch die erste deutsche Mannschaft im neu geschaffenen Europapokal der Landesmeister. Dort schieden sie allerdings in der ersten Runde gegen Hibernian Edinburgh mit einem 0:4 und einem 1:1 aus. Die nächsten Jahre waren nicht mehr von Erfolg gekrönt und endeten in der Saison 60-61 mit dem Abstieg in die Zweitklassigkeit. Erst im Jahr 1966 schafften es die Essener zurück in die Erstklassigkeit und damit den Aufstieg in die noch junge Bundesliga. Doch dort blieben sie nur für eine Saison, schafften aber schon 1969 die Rückkehr ins Oberhaus, wo sie dieses Mal für zwei Jahre blieben, nur um 1973 wieder aufsteigen zu können. Dieses Mal hielten sie die Klasse über vier Saisons und spielten somit in der Saison 76-77 letztmalig erstklassig. Bis zum Jahr 2008 spielte Rot-Weiß Essen immer in der zweiten bzw. dritten Liga, mit Ausnahme eines einjährigen Intermezzos in der viertklassigen Amateuroberliga Nordrhein in der Saison 98-99. Nach einer Insolvenz im Jahre 2010 startete man in der fünfklassigen NRW-Liga neu und schaffte den direkten Wiederaufstieg in die Regionalliga. Wenn man auf die bekanntesten Spieler von Rot-Weiß Essen blickt, sieht man eine lange Liste von Namen, die wohl ein jeder Fußballfan kennt. So wäre da zum Beispiel Mario Basler, Horst Rubresch, Ari van Lent, Werner Lorand, Frank Mill, Helmut Rahn oder Otto Rehagel, um nur ein paar zu nennen. Eine Liste weiterer Namen setze ich euch mal in die Videobeschreibung. Ihre Heimspiele trägt Rot-Weiß Essen im Stadion Essen aus. Dieses wurde 2013 fertiggestellt. Es bietet 20.650 Zuschauern Platz, welcher auf vier Tribünen aufgeteilt wird. Diese sind die Rahn-Tribüne, die Gottschalk-Tribüne, die Sparkassentribüne und die alte Westkurve. Trainiert werden die Essener seit dem 15.07.2020 von dem 52-jährigen Christian Neidhardt, welcher zuvor den Drittligisten SV Meppen trainierte. Dieser hat momentan 25 Spieler zur Verfügung, welche laut Transfermarkt.de einen Gesamtwert von ca. 3,3 Millionen Euro haben. Das Durchschnittsalter der Mannschaft beträgt 26 Jahre, welches das höchste Durchschnittsalter der Liga ist. Was ich noch an dieser Stelle hinzufügen möchte und ich persönlich bemerkenswert finde, ist die seit Sommer 2013 vorhandene dritte Mannschaft, die zu größten Teilen aus jungen Männern besteht, die straffällig geworden sind, drogensüchtig waren oder sind, sowie an psychischen Krankheiten leiden. In Kooperation mit diversen lokalen Stiftungen soll den Männern durch das gemeinsame Spielen und Trainieren Hilfe für eine Resozialisierung ermöglicht werden. Hierzu setze ich euch auch mal einen Link in die Videobeschreibung. Auch noch erwähnenswert ist die Tatsache, dass seit November 2005 Pelé Ehrenmitglied des Vereins ist. Bei der Verleihung der Mitgliedsurkunde sagte dieser: "Es ist mir eine große Ehre, jetzt dem Verein anzugehören, in dem der Boss spielte." So, liebe Essener, jetzt erzählt mal, was sollte man noch über euren Verein wissen? Und was sollte man sonst noch so in Essen gesehen und erlebt haben? Schreibt es doch einfach in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, euer Pascal.